Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Football Manager 2015 im Grobei. In der letzten Folge haben wir gegen Paderborn im DFB-Pokal 2:0 gewonnen durch Sassones Tore. Jetzt geht's gleich gegen Freiburg. Hoffenheim muss in den Elfmeter-Krimi. Und Schalke, Leverkusen, Dortmund und Augsburg haben auch gewonnen. Gucken wir mal, wer gleich wirklich weiter ist. Hier werden wir den Ratschlag anwenden. Das werden wir dem Physio überlassen. Mit der Grippe. Und Rudolf unterschreibt einen Vertrag bei uns in der U19. Mit seiner Zielstrebigkeit. Ist er ja unglaublich. Ich würde ihn gern umpolen. Und zwar ist Marcel Rudolf ein zentraler Mittelfeldspieler. Ich würde ihn halt aber gerne umschulen auf einen defensiven Mittelfeldspieler. Das wäre halt ganz cool. So, Angriffsspiel sollte fokussiert werden. Machen wir das mal. FC Freiburg vor schwierige Aufgabe. So, wir sagen hier, Christian Streich hat kein Recht, meinen Spielstil oder meine Begabung in Frage zu stellen. Christian Streich möchte mit mir Streit anfangen. Ich kann ausschließen, dass Lukas zur Verfügung steht, weil der ist nämlich noch nicht frei. Wir werden uns die Auslosung jetzt ansehen. Mit dabei sind Augsburg, Hertha, HSV, Mainz, Schalke, Leverkusen und Hoffenheim. Wir gucken mal. Los geht's. Dortmund, also wir gleich als erstes gegen den HSV. Okay, das ist eine sehr spannende Partie. Augsburg gegen Leverkusen. Hertha gegen Hoffenheim. Und dann wahrscheinlich Schalke gegen Mainz. Wir also gegen den HSV. Eine machbare Aufgabe, würde ich fast sagen. HSV aktuell ja Siebter in der Bundesliga. Wir aktuell Zweiter. Gucken wir mal, ob es das wert ist. Interessant auf jeden Fall. New York FC, das Logo sieht irgendwie so krass aus. So krass wie das von Inter. Aber ich glaube, es ist auch der David Villa ist ja Stürmer. Okay, so, Profier ist 4 bis 5 Wochen fällt er aus, was ist da los? Leistenbruch. Oh nein. Ja, jetzt dann nur noch ein Torwart und das ist Langerak und den wollte ich unbedingt loswerden auf Biegen und Brechen. Weidenfeller auch verletzt, wir müssen nur kurz in die zweite gehen. Und uns hier den Torwart rausschnammen. Amirovic dann. Kommt mal in die erste. Weil ich bin leider so ein Typ, ich fahre nicht ohne zweiten Torwart zum Spiel. Ginter wird jetzt durch Hummels ersetzt. Hummels immer noch nicht fit. Brauchen wir ein bisschen Kondition. Muss man ein bisschen Spielpraxis haben. Papastadopoulos dann anstelle Marin. Ich glaube, das ist egal, wo sie spielen. Mkhitaryan war ja verletzt. Reus auf jeden Fall anstelle von Sassone. Und hier kommt Sissoko rein. Campbell hat mich in letzter Zeit nicht so wirklich überzeugt. Nuri Sahin war ganz okay, aber der ist so besser. Immobile natürlich drin. Sissoko, Anderson, Hummels. Langerak. Sehr gut. Gehen wir mal rein ins Spiel. Gegen Freiburg. Sassone kann ja als Joker noch stechen. Macht das so wie beim letzten Mal. Das finden Schmelzer und Reus, finden die Ansprache super. Bender. So, wir haben unseren Kapitän auch wieder an Bord. Mats Hummels.
und unser Schlüsselspieler Marco Reus. Also es ist, vieles sollte besser laufen jetzt. Philipp erstmal am Ball. Wird da vom Bender gestört. Gibt einen Einwurf für Freiburg. Das war schon so die erste Chance. Und jetzt Kagawa auf die Seite zu Reus. Marco Reus. Der da von Bürki, Sisotto wird da gewesen. Bürki hat den Ball dann doch nochmal gut gefangen. Mats Müller-Deli im Abseits, Immobile auch im Abseits, Philipp im Abseits. Das ist hier so das Abseitsspiel wieder. Schmelzer auf Reus. Marco Reus setzt sich da schön durch. Bürki. Schon wieder Bürki. Immer wieder Bürki, Leute. Und Immobile jetzt. Bender. Gündogan. Auf Sisotto. Sisotto setzt sich durch. Schön durch. Und kommt da nicht zum Abschluss. Jetzt aber erstmal eine Ecke. Von Reus getreten diesmal. Sind ja schon länger verletzt gewesen, unsere beiden Schlüsselspieler. Immobile. Wieder auf die Seite zu Reus. Da kann auch die zweite Flanke kommen. Wird da von Sorg gestellt. Immobile jetzt aber mit der Flanke rein. Hummels. Ah, schade. Ich dachte, da kommt eine Chance. Admir Mehmedi im Abseits. Und jetzt Müller-Deli. Steinmann. Philipp. Müller-Deli. Durm. Sorg. Gegen Mehmedi 1-0 Freiburg. Admir Mehmedi für das 1-0 für Freiburg. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und ich weiß nicht wieso, Marcel Schmelzer macht auch keinen guten Eindruck gerade. Aber Bürki hat natürlich auch gut gehalten zweimal. Dreimal glaube ich sogar, Schmelzer. Andersson. Weiter Ball auf Immobile. Der hat den Ball noch und schießt da den Freiburger an. Sonst wäre er gefährlich geworden. Jetzt eine gefährliche Ecke hoffentlich von Marco Reus. Marco Reus bringt den Ball schön rein. Andersson kommt nicht ran. Kagawa nochmal. Auf Sisotto. Oh, sie ist Bürki. Schon wieder Bürki, Leute. Ecke nochmal von Marco Reus. Schöne Ecke. Auf Hummels. Nein, Sisotto nochmal. Der kann auch flanken. So, auf Gündogan. Der kann gut schießen. Nein, der liegt vor auf Andersson. Der liegt vor auf Kagawa. Bürki nochmal. Der ist ja überall. Das ist ja eine Katze im Tor. Die mittlerweile 80. Ecke für uns. Marco Reus nochmal. Jetzt muss der doch mal reingehen. Sisotto. Auf Reus. Marco Reus jetzt aber. Marco Reus. Wieder nicht. Es ist doch wie verhext. Die Freiburger, die parken hinten den Bus unglaublich gut. Muss man sagen. Mittlerweile haben wir uns aber auch durch die ganzen Chancen ein Tor verdient, aber wir haben uns nicht belohnt. Und das ist das, was so gefährlich ist. Spiel, Halbzeit. Immobile vorne, nicht wirklich gut. Aubameyang aber auch nicht besser. Wir geben Aubameyang nochmal eine Chance. Und ich erwarte hier eine bessere zweite Halbzeit. Andersson fand die war eigentlich ganz gut. Ich finde, nach dem Gegentor war es überhaupt nicht gut. Und jetzt muss die Reaktion kommen. Ecke von Marco Reus. Höhn. Kagawa nochmal. Auf Durm. Auf Bender. Kagawa. Marco Reus. Jetzt aber Marco Reus. Kagawa war auch vorbei. Ach, Leute. Leute. Papastadopoulos ist jetzt auf der rechten Seite. Ersetzt da Marcel Schmelzer. Und natürlich müssen wir hier nochmal gucken, dass das hier die Dinger noch eingesetzt werden, richtig? Die Rollen.
Okay. Ja, das sollte so passen. Ach ja, Anderson sieht sehr nervös aus. Ja, es ist nicht gut. Marco Reus, da kann man eventuell... Reus hat ja noch ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja, jetzt bin ich natürlich überfragt, aber Marco Reus... Es tut mir leid. Wir versuchen es mit Sassone. Was im DFB-Pokal funktioniert, kann auch hier funktionieren. Und Nicolas Sansone hat gut gespielt. Jetzt muss nur noch die nächste Chance kommen. Aber ich glaube, das war es sogar für uns. Ich glaube, da lässt sich nicht mehr viel machen. Karim GD geht raus. Er geht rein, meine ich, für Mike Franz. Sisotto aber doch nochmal in der Ecke. Jetzt ein Unentschieden und wir sind noch... Ja, wir müssen keine Angst haben beim Unentschieden, das ist ganz okay. Sisotto aber. Sansone. Hummels, da war's! Das 1:1 durch Mats Hummels. Puh. Da war ich kurz in Angst, aber Mats Hummels heißt er. Der Kapitän macht hier, zeigt, in welche Richtung es gehen muss. 3 Minuten Nachspielzeit, da kann sogar noch ein Tor fallen. Für uns sogar, aber Müller-Deli erstmal. Jetzt muss der Konter kommen. 1,5 Minuten noch. Über Durm. Sansone. Vorne ist Kagawa frei. Da sieht aber erstmal Sisotto. Vorne Gündogan. Gündogan, das gibt's nicht. Ich raste aus. Ilkay Gündogan mit seinem ersten Saisontor. Ein unglaublicher Konter von uns. Alle Freiburger hinten. 4-1. Und jetzt Langerak mit dem weiten Abschlag zum Spielende quasi. Sorg, Müller-Deli, Steinmann, Gündogan, Sisotto, Kagawa. Jetzt müsste er gleich abpfeifen. Wird er noch gelegt. Memedi, wie lange lässt er denn laufen? Bender jetzt aber, jetzt weit. Macht ihn noch weit nach vorne. Hummels, jetzt weit nach vorne. Sansone, der lässt immer noch weiter laufen. Weiß er denn nicht, welche Minute wir haben? Wie lange spielen wir denn noch? Aubameyang. Mit einer guten Drehung. Müller-Deli. Bürki. Jetzt muss das Spiel doch langsam mal zu Ende sein. Gündogan. Sisotto. Kriegt doch nochmal seine Chance. Nein. Jetzt dann doch abgepfiffen. Wir gewinnen 2:1. In den letzten Zügen quasi. Ich bin stolz auf meine Spieler, wie sie zurückgekommen sind. Bender heute Spieler des Spiels. Und wir setzen uns ab von Schalke. Das ist wichtig. Bender war gut in Form. Der Nationaltrainer Australiens war im Stadion. Ich sage nichts weiter. Ilkay Gündogan. Wir haben bis zum Schlusspfiff gearbeitet. Memedi hat gut gespielt. Wäre respektlos gegenüber dem HSV zu sagen, es ist ein leichtes Los. Aber wir haben insgesamt eine sehr gute Teamleistung abgeliefert. In 6 Tagen dann gegen Schalke noch ein Sieg und noch ein Sieg und noch ein Sieg und noch ein Sieg und dann noch ein Sieg und noch ein Sieg. Es geht auf jeden Fall voran. Es kommen noch ein paar harte Brocken. Schalke, Leverkusen, Hoffenheim und dann der HSV im DFB-Pokal. Es sind auch nicht mehr viele Spieltage. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10... Also 9 Spieltage und dann vielleicht 3 DFB-Pokal. Also nicht viel. Wir gucken mal, wo wir landen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, sagt eure Go Weißmar. Ciao.